geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja bald Weihnachten und vielleicht hat der ein oder andere keine Ahnung, was er seiner Freundin, seinem Freund, seinem Ride Buddy oder wem auch immer der Mountainbike verrückt ist, irgendwie schenken möchte. Und ich gebe euch heute 10 Dinge, die ich mir auf jeden Fall gut unter dem Weihnachtsbaum vorstellen könnte. Und darüber geht es heute. Wir starten mal direkt los mit dem Produkt Nummer 1. Die Reihenfolge ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, was irgendwie am schönsten, am coolsten ist oder so, sondern es sind einfach nur 10 Dinge. Wobei das letzte, Punkt Nummer 10, ist schon, das wäre schon schön. Also das wäre vielleicht schon auch schon so top. Naja, wäre schon top. Punkt Nummer 1, auch wenn viele Männer sonst nicht viel putzen zu Hause, Pflegeprodukte fürs Fahrrad sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ich feiere da eigentlich alle Produkte von Makkow. Ich habe auch viele andere mal von WD-40 und so weiter gehabt, aber die von Makkow waren tatsächlich am besten. Außerdem diese tollen Sachen von Silicon Shine. Das ist das Silicon Shine übrigens. Wenn ihr, also ihr müsst, probiert es einfach aus. Ist so für Gabelpflege und so ein Kram. Und für Dämpfer und Standrohre und Dichtungen. Pflegt das Ganze so ein bisschen und riecht halt einfach geil. Also das Bike Protect von Makkow riecht ja auch schon geil. Ich bin übrigens leider nicht gesponsert von denen. Also wenn einer das von Makkow sieht, meldet euch sehr, 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 sehr gerne bei mir. Das riecht auch geil. Aber das Silicon Shine leckt mich in der Tech. Das riecht richtig gut. Die so nach Cherry riechen. Es hat schon irgendwie was Schönes. Nummer 2 ist so ein Mini-Tool. Ne? Das kennt ihr bestimmt alle. Das ist so ein kleines Werkzeugteil, das wo irgendwo alles drin ist. Ein Felgenspanner, Speichenspanner, so ein Speichenschlüssel, verschiedene Torx und Imbus und so weiter. Eigentlich sollte man das immer dabei haben. Ich bin so ein bisschen so ein Trottel, ich habe ganz viele verschiedene Einzelteile immer mit, weil ich sowas nicht habe. Und ich habe hier immer so das notdürftigste Zeug drin und ich habe hier sowas, wo ich dann so Aufsätze drauf stecke. Und das ist zwar, funktioniert zwar auch, aber so ein Multitool-Ding, das wäre schon irgendwie cooler. Nummer 3, jetzt wird es ein bisschen teurer. Es war schon am Anfang war es eher jetzt so günstig, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und das steigert sich jetzt so ein bisschen gegen Ende. Ist der Prep. Der Prep ist dieses Ding, wo man alten Lenker einspannen kann oder auch von denen sich einen Lenker anschaffen kann zum Trainieren. Ist eine ganz schöne Sache. Ich trainiere mittlerweile auch damit und bereite mich damit so ein bisschen auf mein Enduro-Rennen vor. Und vielleicht ist das auch was für euch. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch schon das nächste Geschenk denken. Und zwar Nummer 4 ist das Duffy Board. Ihr habt es vielleicht schon ein paar Mal bei mir gesehen, in ein paar Instagram Stories oder sowas. Oder ich war, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Video drin. Aber dieses Duffy Board macht erstmal mega Laune, ist super cool, um Tiefmuskulatur zu trainieren und den Gleichgewichtssinn zu verbessern. Also auf jeden Fall eine Sache, die man auch in der Off-Season gut machen kann und deswegen auf jeden Fall ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Nummer 5 ist eine Gravity Card. Wenn ich weiß, was das ist, eine Gravity Card ist eine Karte, sozusagen so wie eine Lift Key Card, wo aber ganz, ganz viele Parks mitmachen. Die gilt dann für ein Jahr und bei allen Parks, die Mitglied sind bei der Gravity Card, könnt ihr damit einfach direkt zum Lift hingehen und los nach oben fahren. Ich glaube, das Ding würde sich vielleicht nächstes Jahr schon für mich lohnen. Ich muss mal Ende des Jahres jetzt durchrechnen, wie oft ich in einem Park gewesen bin, wo die Mitglied sind. Und gerade Österreich ist dann doch schon sehr, sehr teuer und da kann es dann schon mal sein, dass sich so eine Gravity Card wirklich rechnen würde. Nummer 6. Vielleicht nicht speziell jetzt nur für Biker interessant, aber irgendwie, wenn du in den Bikepark fährst, siehst du jeden mit einer GoPro. Und deswegen ist vielleicht eine GoPro ganz cool auch für Biker. Egal, ob du jetzt auf YouTube Videos machst oder nicht. Ich glaube, das ist einfach eine schöne Erinnerung, wenn du von einem coolen Biketrip oder du fährst sowas wie den Panorama Trail in Saalbach, dann ist es einfach schön, das mal auf der GoPro zu sehen, weil dann hat man auch ein bisschen Auge für das Panorama und nicht nur für die Strecke.
So, auch noch ungefähr diese Preisklasse. Da gibt es ein bisschen günstigere, ein bisschen teurere, aber Nummer 7 ist auf jeden Fall ein Dirtsuit. Denn, wie ihr vielleicht gesehen habt, das Wetter wird immer schlechter. Ihr seid zugematscht, wenn ihr einmal irgendwie fahren wart. Und ich kann nur empfehlen, so ein Ding sich mal anzuschaffen. Ich empfehle mir das übrigens auch selber, mir mal so ein Ding anzuschaffen. Weil die letzten Male waren schon ein bisschen eklig. Ich lerne langsam dazu mit Wechselschuhen, Wechselsocken und so weiter. Aber da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Und so ein Dirtsuit, den man einfach drüber zieht, über alle anderen Klamotten, ist einfach eine coole Sache. Übrigens, alle dieser Dinge hier packe ich euch direkt ganz oben mit in die Beschreibung mit Links. Dann könnt ihr euch die mal abchecken, wie sowas auch aussieht und was das halt alles kostet. Also die ersten Links in der Beschreibung führen euch direkt zu den Sachen. Nummer 8, da gibt es auch teure und günstige. Es ist aber für mich eine Investition gewesen. Ich habe da so Mittelklasse gewählt. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und zwar ist das ein Trinkrucksack. Ein Rucksack, wo ein bisschen Zeug reinpasst. So das Nötigste, ein bisschen Werkzeug, ein paar Snacks vielleicht. Und ich habe eine Trinkblase, wo 2 Liter reinpassen. Das ist für mich vollkommen ausreichend. Für dich vielleicht auch. 3 Liter vielleicht für Leute, die noch mehr Kamel sind als ich. Aber 2 Liter war schon ganz ordentlich für mich. Und ich war sehr, sehr dankbar für diesen Trinkrucksack die letzten Male, immer wenn ich eine Tour gemacht habe. Weil man nicht rumkramen muss im Rucksack und das Zeug rausholen muss. Also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. So, wir kommen schon zum Finale gleich. Und zwar die letzten 2 Dinge. Eine Sache auf jeden Fall ist Tubeless Milch oder Schläuche. Ne? Also einerseits kannst du natürlich einen Fahrradschlauch holen. Musst du allerdings schon ein bisschen gucken, vielleicht, dass du zumindest weißt, was für einen Reifen dein Kollege oder dein Freund oder wer auch immer fährt. Denn wenn du jetzt einen 27,5er Schlauch oder sagen wir noch schlimmer 29 Zoll Schlauch auf ein 27,5 Zoll Bike packen willst, passt das natürlich nicht. Aber sowas ist natürlich ein Verschleißteil, was man relativ einfach kaufen kann. So Bremsbeläge und sowas habe ich jetzt hier gar nicht mit reingenommen, weil du ja vielleicht als Freundin eines Bikers gar nicht weißt, was fährt der Typ jetzt für eine Bremse, was soll ich da kaufen. Aber so ein Schlauch oder halt Tubeless Milch, noch einfacher, ist eigentlich ganz easy. Gehst du einfach runter zu den Bike-Sachen, machst ein Foto von dem Ding und suchst das Teil. Oder wenn du weißt, der nutzt Mackauf-Milch wie ich, hast du den Link unten in der Beschreibung. Und Nummer 10, was natürlich ein absoluter Traum wäre, wenn das Ding unter oder besser gesagt vielleicht vor dem Weihnachtsbaum steht, ist natürlich ein neues Bike. Was ist das? Also ist ja gar keine Frage, das Top-Weihnachtsgeschenk wäre natürlich ein neues Bike. Jeder hat ja irgendwie so ein Traumbike, was er gerade gerne hätte oder auch wenn du schon ein Bike hast, dann reicht das ja meistens nicht, wenn wir mal ehrlich sind, sondern du brauchst ja mindestens ein Enduro-Bike, ein Dirtbike, ein E-Bike, ein Downhill, vielleicht noch ein Roadbike, das sind ja schon 5, also auf jeden Fall für die nächsten Jahre Weihnachten was dabei, für die, die einen großen Geldbeutel haben. Aber ja, man darf ja mal träumen, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit diesem kleinen Video und mit dem bisschen Input, den ich euch gegeben habe. Da waren jetzt teure Sachen, günstige Sachen, ich denke für jeden was dabei. Klamotten sind natürlich auch immer eine coole Sache. Aber die habe ich bewusst rausgelassen, weil ich natürlich nicht weiß, was für eine Größe ihr da braucht. Ne? Außerdem im Klamottenshop von mir gilt immer noch bis Ende November Sammelaktion für die TVO Young Guns. Wir haben schon ein bisschen was zusammen, aber falls ihr irgendwas euch da aus dem Shop gefällt, der Link ist auch in der Beschreibung, ist das auch noch ein Weihnachtsgeschenk für die Young Guns. Und ja, für mich leider nicht, aber egal, für die Young Guns. Desto mehr dafür die Jungs rausspringt, desto cooler am Ende. Abonnieren nicht vergessen, Leute, wenn ihr das nicht schon sowieso schon gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.